Ja, jetzt habe ich ihn vor mir, Oli P., Schauspieler, Sänger, Moderator. Und Schwitzer. Und Schwitzer, oh, du siehst echt ganz schön, ja, ja. Ordentlich gerockt, ja, auf der Bühne. Ich war ja auch gerade vorne, das war ja echt mega, du hast echt mega gehypt. Wie geht's dir denn jetzt erstmal? Ja, also alles fein, ne? Also ich finde, egal wo du auftrittst, was du machst, man muss immer mindestens 100% geben und also, dann sieht man dann auch danach so aus. Und es war auch kein Sauerstoff da unten. Und es war am heutigen Abend schon mein zweites Konzert. Von daher, also ich hatte das gerade schon einmal davor. Morgen auch nochmal zwei. Und ja, also man verliert viel Wasser, man muss halt auch gut nachtrinken dann. Das stimmt, aber also zwei Auftritte morgen noch, zwei Auftritte. Und ich meine, du hast ja echt Vollgas gegeben. Das war ja echt mega auf der Bühne. Du hast die ja voll im Griff gehabt und voll geräumt. Ich kann jetzt einfach nur sagen, dass ich gerade sehr, sehr glücklich bin, dass ich hier in Hilden sein durfte. Ganz nah meiner ehemaligen Heimat, ganz nah von Köln. Da fahre ich jetzt auch gleich nachts noch hin. Darf dann da schlafen, treffe morgen meinen Sohnemann. Und bin aber, um das nochmal mit einzufangen, trotzdem auch sehr, sehr glücklich jetzt mit fast 46. Ich mache das, seitdem ich 18 Jahre alt bin. Also, dass ich mit sowas auf der Bühne stehe. Dass es mir noch so einen Spaß macht, dass es mir auch noch so viel Spaß macht, so viel Gas zu geben. Umso schöner, wenn dann vor der Bühne auch was los ist und ich nur nicht allein in einem großen Saal rumhüpfe. Und deswegen bin ich einfach immer noch dankbar. Ich habe da früher Turniertanz gemacht, bin dann irgendwann zur Musik gekommen und ja, will damit einfach auch nicht aufhören. Und so ganz tolle Vorbilder und Freunde von mir, wie zum Beispiel Michael Holm, da weißt du dann halt auch, ey, das kann man auch bis in ein noch höheres Alter mit Spaß und Freude machen. Und das ist eigentlich mein Ziel. Also da ist gar nicht, dass man sagt, so, jetzt noch so und so viele Jahre und dann ist mal endlich Schluss. Nee, also eigentlich, also mein Traum wäre es, das einfach bis zur letzten Sekunde genauso auszukosten. Wahnsinn, ja. Und was sind denn so deine neuen Projekte für 2024? Gehen wir jetzt mal in die Zukunft rüber. Ja, also für dieses Jahr stehen, Stand heute, ich glaube, 153 Konzerte noch ab heute. Bis Ende des Jahres ein paar Fernsehsendungen. Ich glaube, die nächste müsste sein, jetzt im Februar wird ausgestrahlt, die Roland-Kaiser-Show, 50 Jahre Roland Kaiser. Und plan gerade, ich habe gestern das erste Mal ein paar neue Songs abgehört, die wir gerade geschrieben haben und habe heute entschieden mit dem Team, dass wir, also ich hoffe und glaube, dass wir dieses Jahr ein neues Album noch fertigstellen. Das letzte kam ja letztes Jahr raus und normalerweise lässt man ein bisschen mehr Zeit, aber ich bin gerade so heiß und die neuen Songs sind so gut, ich will da jetzt nicht warten, was soll das denn? Ne? Wenn sie fertig sind, dann sind sie fertig, dann will ich damit auch auf der Bühne stehen. Deswegen, ja, Album ist in Arbeit und ja, ganz viele Drehs. Ich drehe Ende des Monats noch ganz weit weg im Ausland und das wird man alles dann bei Instagram sehen. Also ganz viel Arbeit. Ich glaube, es wird mit Abstand das wahnsinnigste Berufsjahr meines Lebens und mal gucken, wie ich Ende des Jahres dann aussehe. Also momentan fühle ich mich noch ganz fit.